Hallo zusammen und willkommen. Im 18. und 19. Jahrhundert hatten die Menschen nicht einmal ein Zehntel so viel Auswahl an Lebensmitteln wie heute. Doch zwei Grundnahrungsmittel sorgten dafür, dass auch die ärmeren Bauern gesund blieben. Das waren Kartoffeln und Hafer. Haferflocken und Haferbrot stellen auch heute gesunde Grundnahrungsmittel dar. Doch angesichts von industriell hergestellten Cerealien, in denen meist viel Zucker verarbeitet wird, rücken simple Haferflocken etwas mehr in den Hintergrund. Schade eigentlich, denn Hafer ist in jeder Variante ultra gesund. Außerdem hat er auch geschmackliche Vorteile. Zudem werden Haferflocken aus dem vollen Korn hergestellt, nachdem der Spelz entfernt wurde. Hafer besteht zu 70% aus Kohlenhydraten, ergänzt durch 15% Proteine. Er enthält viele ungesättigte Fettsäuren und lösliche sowie unlösliche Ballaststoffe, die die guten Darmkeime als Nahrung brauchen. Außerdem sind Schleimstoffe wie Glucane enthalten. An Nährstoffen punktet Hafer mit den Vitaminen B6, B1, K und E sowie Zink, Eisen, Magnesium, Calcium und Phosphor. Beta-Glucane und Haferkleie senken den Blutzuckerspiegel. Sie sind daher für Diabetiker sehr nützlich. Außerdem sättigt Hafer gut und sorgt für eine gesunde Darmflora. Ob kernig oder zart genossen, Hafer macht müde Männer munter. Haferflocken geben Geistesarbeitern genügend Ausdauer mit auf dem Weg. Wer seinen Hafer mit dem Flocker frisch zu Flocken quetscht und das Mehl für sein Dinkel-Haferbrot in einer Getreidemühle selbst mahlt, profitiert von der ganzen Power des Hafers. Grund genug, heute die Vorteile von Haferflocken für deine Gesundheit zu beschreiben. Im heutigen Video stellen wir dir daher die Vorteile von Haferflocken für deine Gesundheit vor. Los geht's! Haferflocken gilt unter den Getreidearten als die gesündeste. Im Hafer ist nur wenig Gluten zu finden. Haferflocken sind aber dennoch für Zöliakie-Kranke nicht empfehlenswert. Der Nährstoffreichtum von Hafer ist ein Grund, warum Geistesarbeiter und Sportler so gerne zu Haferbrei oder Haferflockenmüsli greifen. Auch der Geschmack macht verständlich, warum die Menschen bereits in der Frühzeit lieber zu Hafer griffen als zu anderen Getreidekörnern. Die Ernte war allerdings mühsamer als bei anderen Getreidearten, weil der Hafer nicht in einer Ähre wächst, sondern in einer Rispe. Das bot allerdings später einen Vorteil, denn der Hafer unterlag nicht im gleichen Maß der Hochzüchtung zu ertragreicheren Sorten wie etwa der Weizen. Daher ist Hafer widerstandsfähiger und nährstoffreicher als andere Getreide. Täglich Hafer zu verzehren stellt einen guten Teil des Grundbedarfs an den enthaltenen Nährstoffen sicher. Das im Hafer enthaltene Biotin sorgt zusammen mit dem Zinkgehalt für gesunde Haare, gesunde Haut und feste Nägel. Außerdem kommt Biotin den Nerven zugute. Der Zinkgehalt von 100 Gramm Haferflocken entspricht der gleichen Menge wie in einem Steak. Von Vitamin B1 deckst du mit 40 Gramm Haferflocken bereits ein Viertel des Tagesbedarfs. Unter den Getreiden kann nur das Amaranth einen ähnlich hohen B1-Wert aufweisen. Die beiden B-Vitamine im Hafer sind Nervenvitamine. B1 wirkt außerdem bei der Kohlenhydratverwertung mit. Der Vitamin B6-Gehalt ist ebenfalls beachtlicher als bei anderen Getreiden. Vor allem Jugendliche und alte Menschen haben einen hohen Bedarf an Vitamin B6. Sie ernähren sich aber meist zu einseitig. Durch Hafergenuss könnte sogar Fleischverzehr verzichtbar werden. Der Eisengehalt im Hafer ist beachtlich. Haferflocken enthalten doppelt so viel Eisen wie die gleiche Menge an Fleisch. Mit 40 Gramm Hafer nimmst du 2,4 Milligramm Eisen auf. Nur Hirse, Amaranth und Quinoa können da mithalten. Zusätzlich Vitamin C-haltiges Obst zu Haferflocken verzehren sorgt dafür, dass das enthaltene Eisen auch verwertet werden kann. Darüber hinaus hat Hafer weitere gesundheitliche Vorteile. Haferflocken enthalten außer den bereits genannten Nährstoffen hohe Dosen Magnesium und Calcium. Mit einer Portion Haferflocken mit Bananen und einem halben Apfel kann der halbe Tagesbedarf an beiden locker gedeckt werden. Zucker sollte nie zu Haferflocken gegeben werden, denn er baut die wichtigen B-Vitamine und Magnesium ab. Der Siliziumgehalt von Hafer ist höher als der von Hirse. Damit sind Haferflocken ideale Lieferanten für Nährstoffe, die Knochen, Knorpel, Bindegewebe, Haare und Haut nutzen. Der Schutz vor Osteoporose und Arthrose liegt daher im häufigen Verzehr von Haferflocken. Die ballaststoffhaltigen Haferflocken können außerdem Schwermetalle wie Aluminium aus dem Organismus entfernen. Dies wiederum beugt Alzheimer-Demenz vor. Die fast 4 Gramm lösliche und unlösliche Ballaststoffe in 40 Gramm Haferflocken ernähren die guten Darmbakterien. Sie vertreiben die Darmkeime, die im Organismus Schäden anrichten. Lösliche Ballaststoffe sorgen für niedrige Blutzucker-, Blutfett- und Cholesterinwerte. Sie mindern das Diabetesrisiko und verhindern Insulinresistenz. Täglicher Haferflockengenuss ist also mega gesund.
Sein Vollwert übertrifft alles, was du mit teuren Nahrungsergänzungsmitteln erreichen könntest, sogar im Preis. Dank seiner Beta-Glucane ist Hafer auch noch entzündungshemmend. Wer einen Löffel Haferkleie zu seinen Haferflocken gibt, addiert noch weitere Nähr- und Ballaststoffe zum Frühstück. Das zahlt sich durch mehr Fitness, niedrige Cholesterinwerte und eine anhaltende Gesundheit aus. Haferflocken sind darüber hinaus auch als Antioxidant interessant. Lange Zeit haben die Fachleute Getreide als Antioxidantienlieferanten falsch eingeschätzt. Der Grund lag in der gebundenen Form, in der diese in Getreiden vorliegen. Im Unterschied dazu sind Antioxidantien in Obst und Gemüse nicht gebunden. Für die Verwertung im Organismus macht das aber keinen Unterschied. Man konnte den Antioxidantiengehalt von Getreide deswegen aber eher schlecht feststellen. Je feiner ausgemahlen Getreide ist, desto geringer ist sein verbleibender Gehalt an Antioxidantien. Haferflocken behalten ihr Antioxidans. Es heißt Aventramid und ist ein Polyphenol, das der Darm wunderbar aufnehmen kann. Dank Aventramid wird das schlechte Cholesterin ausgeschaltet. Dadurch können weniger Plaqueablagerungen an Blutgefäßwänden entstehen. Zusammen mit Vitamin C wirkt das Aventramid als effektiver Beschützer vor Verkalkung. Vollkornhaferflocken, selbstgebackene Haferkleibrötchen und Haferdinkelbrot zu essen hat also viele positive Effekte auf die Gesundheit. In Haferkeksen aus dem Supermarkt ist aber jede Menge Zucker enthalten. Das mindert wiederum die Qualität des Hafers erheblich. Wer täglich Haferflocken zum Frühstück isst, sorgt für eine gute Herzgesundheit, niedrige Cholesterinwerte, einen niedrigen Blutzucker- und Blutfettspiegel und eine gute Nährstoffgrundlage. Aber nicht nur das. Frischer Haferflockenbrei kann dank seines Nährstoffreichtums und seines Ballaststoffgehalts auch das Brustkrebs- und das Darmkrebsrisiko senken. Hafer muss immer zusammen mit glutenhaltigen Getreidesorten verbacken werden. Auch hier solltest du aber um der Gesundheit willen auf Vollkorngetreide achten. Hafer ist arm an Gluten, wenn auch nicht ganz frei vom Klebereiweiß. Dennoch wird er wegen einer anderen Glutenform meist besser von Zöliakie-Patienten vertragen. Die komplette Meidung von glutenhaltigen Getreiden ist aber sicherer. Um trotzdem in den Genuss der Vorteile von Hafer zu kommen, können Zöliakie-Betroffene es mit glutenfreien Hafer versuchen. Dieser gut verträgliche Hafer enthält zwar das hafereigene Gluten, nicht aber Verunreinigungen aus anderen Getreidesorten. Welche Menge täglich vertragen wird, sollte jeder Glutensensitive individuell feststellen. Beim Verzehr von Hafer gilt nur, die beste Qualität hat einen hohen Gesundheitswert. Die beste Qualität vom Hafer stammt immer aus dem Bioladen oder dem Reformhaus. Es ist ökologisch angebauter Nackt- oder Rohhafer, der bei Bedarf selbst gemahlen oder gequetscht wird. Der Kauf ganzen Korns erhöht übrigens auch die Haltbarkeit des Getreides. Erstes Mahlen lässt das enthaltene Fett oxidieren. Hafermehl, das länger gelagert wird, wird also irgendwann ranzig. Das volle Korn enthält alle Nähr- und Ballaststoffe im Hafer, ohne dass es ranzig wird. Im Handel ist oft Hafer zu finden, der durch thermische Einflüsse aufgeschlossen wird. Das betrifft auch den Hafer, der vom Spelz befreit wird, und erst recht Haferflocken. Damit geht auch die Keimfähigkeit der Haferflocken verloren. Wer seine Haferflocken aus Nackthafer mit dem Flocker selbst herstellt, ist also besser dran. Die herkömmlichen Haferflocken aus dem Supermarktregal sind immer erhitzt. Wer Hafer in Rohkostqualität genießen möchte, der kauft am besten rohköstliche Haferflocken. Diese werden aus vorgekeimten Hafer hergestellt. Das Vorkeimen sorgt für Bekömmlichkeit und eine hohe Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe. Haferflocken sind also ein echtes Fitnesswunder. Wie bereits erwähnt, sind es die Nährstoffe und der hohe Ballaststoffgehalt, die den Hafer so bekömmlich und wertvoll machen. Insbesondere Sportler und hart körperlich arbeitende Menschen profitieren von Haferflocken am Morgen. Auch Menschen, die geistig arbeiten müssen, sind mit Haferbrei oder Hafermüsli bestens aufgestellt. Körperliche und geistige Fitness liefert Hafer gleich im Paket. Sportler und Geistesarbeiter benötigen viele Proteine. Hafer liefert davon viel, nämlich 14 Gramm auf 100 Gramm. Im Vergleich weist 100 Gramm Hühnerbrust etwa 22 Gramm Proteine auf. Proteine sind Kraftfutter, die für den Muskelaufbau wichtig sind. Keine pflanzliche Nahrung ist proteinhaltiger als Haferflocken. Haferflocken bestehen zu fast 70% aus langkettigen Kohlenhydraten. Diese sind als Energiespender unverzichtbar. Der Sättigungsgrad von Hafer ist hoch und lang anhaltend. Die komplexen Kohlenhydrate gehen nur langsam ins Blut. Der Blutzuckerspiegel schnellt darum nicht so hoch. Er stürzt auch nicht wieder ab, sondern steigt langsam. Wer 2 Stunden vor einem Training eine Portion Haferflocken isst, profitiert am besten von seinen Nährstoffen.
Der tägliche Ballaststoffbedarf kann mit 100 Gramm Haferflocken bereits zu einem Drittel gedeckt werden. Für Sportler und Denker ist auch Magnesium unverzichtbar. Haferflocken und ein Bananensmoothie versorgen den Organismus mit Magnesium. Die magnesiumhaltige Mahlzeit fördert die Regeneration und verhindert Muskelkrämpfe. Bei Bedarf kann noch ein pflanzliches Proteinpulver zur besseren Versorgung der Muskeln dazu addiert werden. Der Eisengehalt von Hafer ist unter anderem an der Sauerstoffversorgung im Organismus beteiligt. Das essentielle Spurenelement Zink sorgt für ein funktionierendes Immunsystem und schnelle Wundheilung. Auch die anderen Nährstoffe in Haferflocken sind wertvoll für jeden, also auch für Sportler. Kommen wir nun zu der Frage, kann man mit Hafer überhaupt etwas falsch machen? In Ernährungsdingen kannst du theoretisch mit allem etwas falsch machen. Bei Hafer sind 5 Dinge zu vermeiden, weil sie ungute Folgen haben. Erstens sollten Haferflocken nicht mit Wasser zubereitet werden, sondern mit Milch oder ungesüßtem pflanzlichen Milchersatz, denn es erhöht den Genusswert und den Proteingehalt. Zusammen mit gehackten Nüssen wird der Haferbrei so zu einem leckeren Protein-Power-Paket. Außerdem setzt der Organismus kein Bauchfett ab, wenn der Zucker über den Haferflocken oder in der Milch weggelassen wird. Zucker im Haferbrei ist im Übrigen Fehler Nummer 2. Er erhöht den Kalorienwert, mindert die Nährstoffbilanz und ist komplett überflüssig. Fehler Nummer 3 ist eine zu klein gewählte Schüssel. Hafer quillt unter Einfluss von Flüssigkeit auf. Und dafür benötigt er nun mal Platz. Zu wenig Flüssigkeit wegen einer zu klein gewählten Schüssel beeinträchtigt letzten Endes auch die optimale Geschmacksentfaltung. Fehler Nummer 4 ist, den Hafer schon am Vorabend einzuweichen. Er wird dann nämlich bitter. Für Overnight Oats müssen erhitzte Haferflocken verwendet werden. Der falsche Zeitpunkt hat auch bei der Zugabe warmer Milch eine Auswirkung. Soll es ein eher cremiger Haferbrei im Stil des britischen Porridge werden, werden die Haferflocken zugegeben, wenn die Milch kocht. Sollte es aber ein kerniges Haferfrühstück bleiben, sollten die Haferflocken in der kalten Milch warm gemacht werden. Fehler Nummer 5 ist das Vergessen einer Prise Salz am Haferbrei. Süße oder herzhafte Haferbrei-Varianten benötigen eine Prise Salz. Das sorgt für einen hohen Genusswert. Was richtig lecker schmeckt, ist umso lieber und das nützt deiner Gesundheit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.